Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des sonnenuntergängigsten YouTube-Kanals, Locals-Kanals, Rumble-Kanals, X-Kanals, Telegram-Kanals. Herzlich willkommen bei Stricker TV Established 2020. Ihr wisst warum. Und heute widmen wir uns dem wunderschönen Thema, was im Mainstream passiert. Wenn es im Mainstream passiert, ist es unwichtig. Ja, genau. Und was findet im Mainstream statt? Natürlich die Klimalüge. Und wie könnte man die Klimalüge besser zusammenführen mit Kindsmissbrauch, als in diesem Spot, der von der UNO, ein UN-Spezialprogramm, kolportiert wird. Ich zeige euch schnell einen kurzen Ausschnitt und dann widmen wir uns dem Inhalt dieser Lügenpropaganda, die sich nicht zu schade ist, auch süße Kindergesichter mit Woke-Hintergrund in ihr System zu integrieren. Schwarz, lesbisch, behindert, egal was, einfach speziell talentiert. Hier die Sendung. Haley with the very special weather report. From up there to down here, everything is crazy. If we don't listen to scientists, things are going to be even crazier when I grow up. Let's look at the forecast for 2050. Heat waves will affect 94% of children, making playing outside a thing of the past. Extreme droughts will wipe out wheat crops, killing the one food my brother eats, bread. Disasters will cost taxpayers almost $6 trillion. My parents hate taxes. Of course, all of this is caused by a blanket of heat-trapping pollution in the atmosphere that we could just, like, not put up there. But don't worry, there's still a chance of clear skies. Right now, clean energy systems are moving in. Okay, der Bullshit geht weiter. So viel Lüge in so wenigen Sekunden. Kleine Vorwarnung, nicht sofort, aber in ein, zwei Tagen wird unter diesem Video der Klimakommentar stehen, der zu UNO führt und der klarstellt, der Klimawandel ist menschgemacht, er ist reversibel und wir müssen alles tun, um diese Klimascheiße zu bremsen, auch wenn es halt eben Milliarden und Billionen umverteilt vom Mittelstand, vom oberen Mittelstand, vom unteren Mittelstand und armen Leute bis ganz, ganz nach oben. Ich rede hier von Bill Gates-Sphären, wo das Geld hingeht. Und natürlich geht es auf Kosten der Ärmsten, die weniger Geld haben für ihre Familien, für ihre Ernährung, für ihre ärztliche Betreuung, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Möchten wir uns doch bitte noch einmal diesen Lügen widmen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es ist schrankenlos primitiv. Und damit diese Scheiße überhaupt jemand schaut, im Moment hat dieses Video, heute Vormittag hochgeladen wurde, weniger als 6.000 Aufrufe, obwohl es international ist, obwohl es vom Mainstream gepusht wird, auf YouTube erscheint, sicher auch dort vom Algorithmus bevorzugt wird und von verschiedenen Webseiten ebenfalls auch gepusht wird. Und trotzdem interessiert es eigentlich keine Sau. Aber zum Glück haben wir Stricker TV, der diesen Mumpitz entlarvt, und zwar bis ins Detail. Und zwar zuerst möchte ich mich gerade einmal diesem wunderbaren Artikel widmen. Ihr seht hier, Kinder warnen mit fiktiven Wettervorhersagen vor Klimakrise. Also es wird gelogen, das heißt, ich sage das, also es wird gelogen. Sie sagen, dass sie wegen Hitzewelle nicht mehr draußen spielen könnten und dass das Essen knapp werde. Für ein UNO-Projekt schlüpfen Kinder in die Rolle von Wettermoderatoren. Die Kampagne soll in rund 80 Ländern zu sehen sein. Und hier sehen wir dieses, potenziell transsexuell, lesbisch, pribinäre Mädchen. Und das sagt Dinge vom Teleprompter ab, dass es einem die Ohren wackeln lässt. Zum Beispiel sagt sie, alles ist verrückt. Ich bin Kaylee mit dem ganz besonderen Wetterbericht. Alles ist verrückt. Und jetzt, wenn wir nicht auf die Wissenschaftler hören, werden die Dinge noch verrückter sein, wenn ich erwachsen bin. Sagt sie, werden im Hintergrund Feuer wüten und Menschen durch knietiefes Wasser warten. Und jetzt Zitat,
man sieht auch Häuser einstürzen, alles wegen dem Wetter. 94% der Kinder werden von Hitzewellen betroffen sein, sodass das Spielen im Freien der Vergangenheit angehört. Extreme Dürreperioden würden die Weizenernte vernichten und damit das einzige Essen auslöschen, das mein Bruder isst. Brot. Was ist das für ein Bruder, der nur Brot isst? Aber nochmals, wir sehen hier schwarz auf weiß, 94% der Kinder würden nicht mehr draußen spielen können. Da hätte man sich schon fragen können, woher kommt diese Information, dass wir also auf diese Wissenschaftler hören müssen. Und ich kann es euch verraten, wir gehen auf diese UNO-Webseite über uns und übers Wetter reden, sei es nicht mehr nur Smalltalk, es ist Breaking News jeden Tag. Ja, das steht da. Und jetzt am allerschönsten ist, dass eben diese innovative Kampagne Kinder in den Vordergrund rücken lässt, die Meteorologen spielen und 2050, also gerade einmal in 26 Jahren, das Wetter benutzen. Und zwar die Wettervorhersagen benutzen, die Klimavorhersagen benutzen, des Intergovernmentalen Panels für Klimawandel und der UNDP, also UNO-Doppelpenetration Climate Horizons, und mit einem Szenario von, und jetzt steht es ja wirklich, 1,5 bis 2% Temperaturanstieg. Und hier habe ich eine Frage: Nach welchem Szenario sollen 2% Temperaturanstieg dazu führen, dass wir unsere Kinder nicht, und zwar 94% der Kinder auf unserem Globus, nicht mehr draußen spielen lassen können, weil sie auf verdorrten Fußballplätzen verdursten und verenden würden? Jawohl, diesen Blödsinn vermittelt man uns. 2%, also 2 Grad mehr Temperatur. Ich weiß nicht, wie warm es jetzt draußen ist. Ich schaue mal auf meine Überwachungsuhr. Die sagt 11 Grad. Also wenn jetzt 2 Grad wärmer wäre, wäre es 13 Grad. Man könnte unmöglich bei 13 Grad draußen spielen gehen. Dass es Gebiete gibt, wie zum Beispiel weite Teile Kanadas, Russlands, Asiens, wo es auch schlicht und einfach kalt ist und man sich über 2% Temperaturanstieg freuen würde, geschenkt. Dass wir alle in den heißesten Monaten des Jahres, während den Sommerferien, Long Covid, Juli und August jetzt also in den Süden reisen, um nicht einfach nur 2 läppische Grad zu gewinnen, sondern besser 5 oder 10 Grad, geschenkt. Dass in diesem Zeitpunkt auf der ganzen Welt mehr Kinder draußen spielen würden, zumindest in der Nordhalbkugel, wenn es 2 Grad wärmer wäre, geschenkt. Wo ist denn diese Temperatur, dieser Temperaturunterschied von 2%? Wo ist diese Grenze? Bei Orten, wo es 34 Grad warm ist, wäre es nachher 36 Grad und das würde den Weltuntergang bringen. Könnten die Kinder nicht einfach ein Stündchen früher spielen, ein Stündchen länger Siesta machen und dann am Abend wieder ein Stündchen länger spielen? Nein! Das wäre Fake News, das UNO-Bliblablo-Programm und der Link, der morgen oder übermorgen unterhalb dieser Sendung auf YouTube auf den Klimawandel, der weitestgehend menschgemacht und reversibel und sowieso ist, der zum Weltuntergang führt, ist das nicht möglich. 94% der Kinder können nicht mehr spielen. Und ich möchte noch was darauf hinweisen, schaut euch den Hintergrund an. I'm Kaylee with the very special weather report. But ja, der ist wirklich sehr speziell, der weather report. Everything is crazy. If we don't jetzt Feuerbrunst, 2 Grad, Wasser, Häuser stürzen ein. Und das alles, weil in 26 Jahren die Fußballplätze aussehen wie Tennisplätze und hier kein einziges Helmchen, Stroh mehr. Und Häuser heißt es weg. Und das heißt, 6.000 Milliarden werde der Klimawandel kosten, weil eben so viele Stürme über die Länder jagen, dass wir wahrscheinlich ein Mehrfaches von 6.000 Milliarden für diesen Bullshit ausgeben, das Klima zu schützen, als wäre das Klima eine aussterbende Rasse. Darf man Rasse sagen oder kommt man dann auf den Google-Index
Ich weiß es nicht. Prost. Es ist der absolute bahnbrechende Habakuk. Und ich habe eine Arbeitstheorie. Es ist keine Verschwörungstheorie, es ist eine Arbeitstheorie. Ich habe gemerkt, in dieser ganzen Scheiße, den ihr sehen könnt, da ist immer alles wunderbar verlinkt. Seht ihr hier, man kommt dann ganz einfach zum Beispiel zum United Nations Development Program oder zum World Meteorological Organization, was immer das für eine Bullshit-Organisation ist. Ich weiß es nicht, aber ich kann euch sagen, niemand, absolut niemand auf dem Planeten würde sie vermissen. Seht ihr hier wieder ein trisexuelles Kind in der Frühphase und hier also der Welt Green Day und alles ist wichtig. Es geht ums Klima und Wetterkinderkampagne nimmt die zentrale Bühne am World Meteorological Day. Es ist also eine Wahnsinnssache und man sieht hier einfach, wie sie Werbung machen für den Weltuntergang. Wir sehen hier schmelzendes Eis und stürmende Stürme. Und trendende Topics sind tropische Zyklone und Hitzewellen und natürlich Energie. Und Professor Celeste Saulo, eine gekaufte WMO-Sekretär General, hat auch noch etwas zu sagen. Hier kann man ihr Profil lesen und ihr Profil sagt, ich bin eine Systemhure. Ich bin nicht hübsch genug und nicht talentiert genug, um mit der Prostitution Fuß zu fassen. Und ich spreche zu schlecht Hochdeutsch, um für die Bild oder Zeitung oder den Blick oder Now oder 20 Minuten zu arbeiten. Und darum arbeite ich jetzt bei dieser National Meteorological Service of Argentina seit 2014 und bin die erste Vizepräsidentin der WMO. Und dass die WMO ist, interessiert keine Sau, weil es hat null Einfluss auf das, was tatsächlich auf der Welt abgeht. Wir können aber noch schauen, was gibt es hier denn sonst noch? Das intergovernmentale Panel gibt es noch. Ich kann vielleicht auf das noch aufmerksam machen. Das ist alles miteinander verwoben und darauf basiert meine Arbeitstheorie. Nämlich, seht ihr hier, alles wird gegenseitig unterstützt. Die haben ja 2007 den Friedensnobelpreis bekommen, weil sie mit dem Wetter Duzis gemacht haben und so zum Frieden auf der Welt beigetragen haben. Nein, meine Arbeitstheorie ist, ich nenne es The Game. Das Spiel und diese Arbeitstheorie, die veröffentliche ich jetzt zum allerersten Mal. Es gibt Leute, die sind im Spiel, oder? Und wenn die Leute im Spiel sind, dann profitieren sie vom Spiel. Sie werden gefördert in Institutionen, sie werden gewählt in Institutionen, in Ausschüsse, in politische Ämter und sie sind dann part of the game. Und da ist egal, ob das Amnesty International ist, ob es das Rote Kreuz ist, ob es ein Präsident eines Landes ist, ob es der Rektor einer Universität ist, ob es der CEO eines Großkonzerns ist. Wenn sie diese Treppenstufen erklimmen, dann sind sie Teil des Spiels, weil es fast unmöglich ist, diese Treppenstufen zu erklimmen, wenn man das Spiel nicht mitgespielt hätte. Man würde nicht Journalist des Jahres werden, man würde nicht das Bundesverdienstkreuz erhalten, wenn man nicht der Systemhurerei ausufernd gedient hätte. Einzige Ausnahme, hin und wieder kommt es vor, dass unglaubliche Talente, sag ich mal, die Leiter erklimmen und als Unternehmer, nicht als Manager, als Unternehmer zu großen Erfolgen vorstoßen. Aber in den allermeisten Fällen machen dann diese Leute eben nichts anderes. Sie werden Teil des Spiels. Sie werden Young Global Leaders, damit sie später Old Global Leaders werden können. Und sie alle profitieren von diesem Spiel. Denn wenn man mal da dabei ist bei diesem Spiel, dann kann man eben Wetten abschließen. Wann kommt das nächste Virus? Wann kommt das nächste Schönwetter? Wann kommt der nächste Putin um die Ecke? Und wenn man das eben ein bisschen früher weiß, dann hat man an der Börse unglaubliche Vorteile. Und so kommt es eben, dass Bill Gates im September 2019 sich bei BioNTech mit 50 Millionen eingekauft hat, was kurz danach über 2 Milliarden wert
bekommen hat. Innerhalb, also wenn man in the game ist, dann profitiert man. Nicht alle profitieren mit Milliarden, aber es genügt ja schon, wenn man zum Beispiel Präsidentin des Schweizer Presserats werden kann und dann Stricker TV verleumden und verunglimpfen kann, indem man es als Seiler TV bezeichnet und dann einfach über den einzig, nicht einzigen, aber einen der einzigen Schweizer Journalisten herziehen kann, die wirklich unabhängig sind und nicht Teil der Systemhurerei. Also diese Leute sind alle in the game und egal, ob du ein Newcomer bist, du bist immer willkommen, wenn du Millionen bringst, weil du den Milliardären hilfst, zu Billionären zu werden. Und jetzt gibt es Ausnahmen, schräge Typen. Elon Musk, der ist nicht nur genial, sage ich mal, eine geniale Führungskraft und Visionär und ein hart arbeitender Mensch, sondern er hat auch noch eine eigene Meinung. Und das sind wirklich die wahren Unicorns. Die sind so selten zu finden wie eine schlanke, schöne Frau am FKK-Strand. Junge, schöne, schlanke Frau am FKK-Strand. Es ist so selten zu finden wie eine gute Fußballspielerin. Es ist einfach eine absolute Rarität. Und diese Raritäten, die werden dann vom geballten System kaputt gemacht. Da schließen sich alle zusammen. Da lässt dann die amerikanischen Behörden bestimmte Auflagen erlassen sie bestimmte Auflagen, damit es den Firmen schadet, die diese Person groß gemacht hat. Dann werden sie versuchen, natürlich auch über die Massenmedien Hass zu verbreiten. Und alle ziehen am gleichen Strang. Die Wettbewerbsbehörden kommen und machen ihn kaputt. Oder bei Donald Trump, da gibt es einfach Bußen von 87 Millionen, weil er über eine Frau, die behauptet hat, er hätte sie vergewaltigt, aber er hat sie gar nicht vergewaltigt, irgendeinen dummen Halbsatz gesagt hat. Da gilt nicht mehr Redefreiheit, da gilt Redefreiheit, ja, aber es kostet 87 Millionen. Und wenn halt dann noch ein Engeron, ein anderer gekaufter Richter, zum Schluss kommt, dass Donald Trump seine Immobilien überbewertet hat und so absolut niemandem geschadet hat, weil die Banken sind glücklich, die Kreditnehmer sind glücklich, die Kreditgeber sind glücklich, die Käufer und Verkäufer Immobilien sind glücklich. Es hat sich keine geschädigte Person gefunden. Aber Engeron hat gesagt, Trump hat die Immobilien überbewertet, jetzt schuldest du 454 Millionen Dollar und noch 10 Millionen obendrauf für irgendeinen Pliplaplo. 464 Millionen Dollar. Und wenn das passiert, das größte Skandalurteil der amerikanischen Geschichte, weil er angeblich etwas gemacht hat, was niemandem geschadet hat und jeder andere, der mit Immobilien handelt, ebenso tut, nämlich seine Immobilien in einem schönen Licht glänzen zu lassen, wie mein neues Schild, Stricker TV, das ich gestern aufgehängt habe und heute, was für ein Zufall, heute kam von Stefan aus Thailand eine Spende über genau die 250 Franken, das mir dieses Schild gekostet hat. Mit anderen Worten, Stefan, vielen Dank, dieses Schild wird noch lange hängen und du hast es finanziert. Und wenn du es auch finanzieren willst, dann folge mir auf Locals, strickertv.locals.com. Du findest den Link im Beschrieb. Du findest da auch das Video zu diesem UN-Psychoquark mit den gekauften Kindern, mit den missbrauchten Kindern. Und du findest noch vieles andere, wenn du nur den unteren Links folgst. So. Stricker hat übrigens eine Straftat in Russland begangen. Er hat sich an der Grenze mit falschen Berufsangaben ausgegeben. Was ist aber crazy stuff, crazy stuff? Habe ich das gemacht? Warst du am Zoll? Was denkst du, habe ich denn geschrieben? Gibt es hier nicht mal Moderatoren? Oh, ich kann sagen, was ich will. Jawohl, crazy stuff, im Moment kannst du sagen, was du willst. Jetzt mal ehrlich, wie viel erhältst du vom Kreml bzw. vom RT-Komplex? 1.000, 2.000 oder mehr? Nein, es sind nicht so kleine Summen. Ich lasse mich mit höheren Beträgen kaufen. Drum auch meine Brille aus Massivgold. Die ist 400 Kilo schwer. Und ich kann sie nur tragen, weil ich einen unglaublich gut gekauften
Bizeps und Trizeps habe, meine Schultermuskulatur hält das aus. Ja, das Bild von Rugli ist nicht für immer weg. Es, weißt, wisst ihr was? Yolanda, das ändern wir. So. Ich muss es nur wieder finden. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. So, haben wir Yolanda zufriedengestellt. Ich hoffe, es knallt nicht runter. Und wenn, haben wir ein schönes Ereignis. Übrigens, vor etwa 2 Jahren war ich mal im Garten. Das habe ich vor lauter Demonstrationen, 3 Jahren ist es her. Und da ist hinter mir, etwa 4 Meter hinter mir, muss es gewesen sein, der Blitz eingeschlagen. Und leider habe ich live gestreamt und es hat mein Modem alles ausgestellt. Und darum habe ich das nicht auf Video, weil ich lokal auf dem Gerät keine Kopie gemacht habe. Gern, Yolanda, immer wieder gern. Genau, ist nicht ein toller Mix. Rugeli und Rugeli, ich sage es spiegelverkehrt hier, Rugeli und Stricker TV. So, so muss es sein. Ich muss vielleicht das Bild noch ein bisschen besser ausleuchten. Genau. Oh, der Crazy Stuff schreibt, ja, du sagtest, du seist Immobilienmakler und Reiseblogger. Ja, das tut mir leid, dass ich das... Wo habe ich das gesagt? Wo habe ich das gesagt? Du verbreitest ja Fake News, weil du hast gesagt, ich hätte an der Grenze falsche Berufsangaben gemacht. Ja, und nur weil etwas im Twitter-Profil steht, ist das noch keine Falschangabe. Aber natürlich bin ich alles. Ich bin Journalist, Reiseblogger, Immobilienmakler, wobei ich mit Immobilien im Moment stark zurückgefahren bin, weil ich mich einfach meiner großen Leidenschaft widme, und zwar mich mit dem Bullshit dieser Welt so ausgiebig zu beschäftigen, dass anderen längst das Hirn explodiert wäre. Ja, aber Stricker TV bleibt dran, seit 4 Jahren unermüdlich, weit über 2000 Sendungen, allein auf YouTube mittlerweile auf dem ersten Kanal etwa, glaube ich, 1700 Sendungen, dazu viele 100 obendrauf bei Locals, viele auch nur auf Rumble erschienen, manche auch nur auf Facebook gestreamt am Anfang dieser Lügenpandemie. Also ich bewege mich wahrscheinlich nahe an den 2500 Videos, die ich in den letzten 4 Jahren produziert habe. Und für wen? Nur für dich. Nur für dich. Und jetzt müssen wir diese Sendung beenden, aber ich verspreche euch, es kommt eine weitere Sendung. Ich habe noch etwas vorbereitet. Ja, aber ihr müsst euch überraschen lassen, worum es da geht. Ich versuche, diese positive Energie, die mir Crazy Stuff jetzt gerade injiziert hat, noch ein bisschen aufrecht zu behalten für die nächste Sendung. So. Das Gelbe von meinem, jetzt schnurst Hochdeutsch, was läuft? Ja, weißt du, warum rede ich Hochdeutsch? Schweizerdeutsch kann jeder Trottel. Und ich gebe zu, ich kämpfe noch mit dem Hochdeutsch. Wenn Martin Sellner entscheiden müsste, ob ich kulturell genug integriert bin, um zum Beispiel in Deutschland einen Vortrag zu halten, da würde ich wahrscheinlich umgehend remigriert werden. Ja. Aber ich arbeite daran, nicht nur an meinen Social Skills, an meinen Language Skills. Und ihr seht vielleicht auch, es wird immer besser. Ich habe Anfang Jahr begonnen, am 1. Januar, und da habe ich nur eine fremde Katze. Eine fremde Katze frisst draußen das Futter von meinem Rugli weg. Aber ich lasse sie gewähren. Ja. Ich habe auch einen Igel zu Besuch. Der frisst auch das Katzenfutter und der hat direkt neben das Katzenfutter hingeschissen. Das war der Dank von diesem Igel. Oder wie Igel werden immer so romantisiert. Aber auch sie können Kackhaufen produzieren, dass es keine echte Freude ist. Ami Berde AG grüßt und alle im Chat,
Die Sibyl, herzlich willkommen. Du musst das besser betonen. Ja, ich weiß. Das gefällt Martin Sellner natürlich, wenn ich möglichst das R betonen würde. Warum sind die Pro-Ukra-Trolle immer so low-budget und kommt rüber wie Pinocchios Bruder? Schock easy, hau inne. Warum bist du nicht einfach geblieben in deinem so schönen Russland? Oh, crazy stuff. Du, also deine Eloquenz. Oh mein Gott. Wie könnte ich das kontern? Ich bin so in den Senkel gestellt. Hey, crazy stuff. Komm, das kannst du besser. Das kannst du besser. Komm, mehr. Wenn schon trollen und wenn schon haten, dann doch bitte mit ein bisschen mehr Zunder. Das kannst du besser. Crazy Stuff, ein Stepan Bandera-huldiger Kollaborateur. Ja, ich bin kein Fan von Stepan Bandera. Ich weiß nicht, ich bin da alte Schule, ich mag keine Nazis. Es ist Manu 80, es ist wahrscheinlich kein Blick-Journalist. Ich suche noch einer lustigen Begründung, warum Crazy Stuff kein Blickjournalist ist. Und ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist es ein Blickjournalist. So, machen wir noch weiter. Habt ihr noch mehr Input? Kommt, haut rein, haut in die Tasten. Sonst muss ich halt neu meine nächste Sendung vorbereiten. Ich habe auch schon die Titel geschrieben. Ich kann mal schauen, was ich da für euch hätte. Genau, spielen wir Identitätspolitik. Schwarze töten Weiße mehr als umgekehrt. Ich habe eine wunderbare Statistik gefunden, die zeigt, dass in den USA in den letzten 64 Jahren über 100.000 Mal mehr, dass es über 100.000 Mal mehr vorgekommen ist, dass ein Schwarzer einen Weißen getötet hat, als umgekehrt. Das ist eine richtig lustige Statistik. Ja, weil natürlich, es darf nicht sein, es kann nicht sein, was ich sein darf. Genau, Böbu, lieber Locals, da gibt es keine Trolle, das ist richtig. Folgt mir auf locals.strickertv.locals.com, weil auch die dümmsten Trolle bereut es, mir $15 zu überweisen, um mich in den Senkel zu stellen. Aber ich warte ja immer noch auf Crazy Stuff. Naja, immer über Tote reden. Wie wäre es mit Lebendigen? Zum Beispiel über den Neostalinist Putin. Crazy Stuff. Ist dir etwas aufgefallen? Man kann Putin 100.000 Dinge vorwerfen, aber eines nicht, dass er ideologisiert ist. Das Russland von heute ist komplett ideologiefrei. So sieht es aus. Ja, kann man von Europa nicht behaupten, wir in unserem Vogue-Blödsinn verblöden und wirklich verrecken. Religion versus Atheismus. Das müssen wir uns für ein anderes Mal aufsparen, Jolanda. Das ist ein zu großes Thema. Ich habe mich entschieden, diesem Thema mich nicht mehr großartig zu widmen. Es ist irgendwie langweilig. Ich vermisse die Katholiken. Ich vermisse die Scheiterhaufen, wo man die Menschen noch verbrennt hat. Heute macht man das nur noch digital und hat denselben Effekt. Aber ist halt dann visuell nicht so spektakulär. Irgendwelche Gäste, zukünftige Interviews, nicht viel geplant im Moment. Ja, ich bin aber offen für gute Gespräche von überall. Ja. Lang lebe Putin. Ja, wir wollen alle, dass Putin noch ein Weilchen lebt. Einfach darum, weil sich die richtigen Leute so richtig darüber ärgern, dass Russland, ich muss aufpassen, mal spiegelverkehrt, so verläuft, während dem Europa so verläuft. So, Crazy Stuff hat sich verabschiedet. Er ist jetzt komplett durchgedreht. Er muss sagen, er hat einen ehrlichen YouTube-Namen. Crazy Stuff. Ja, er ist wirklich crazy. Warum sollen die Katholiken immer aufräumen? So, jetzt muss es genügen. Soll ich noch eine zweite Sendung nachhauen? Ich bin noch nicht ganz sicher. Schauen wir mal. Aber ich verabschiede mich jetzt mal und vielleicht bin ich in 3 Minuten wieder auf dem Sender deiner Wahl live und
unberührt. Wie deiner Mutter, wie deine Mutter vor der einmaligen Penetration, die dich zur Folge hatte. So, Redaktionsschluss. Tschüss miteinander.